Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Lambda-Kalkül und den Typsystemen. Ja, dieses Mal möchte ich mit euch genau das andere Beispiel machen, nämlich wenn wir jetzt herausfinden wollen, was dieser Ausdruck hier für einen Typ hat. Also Lambda x Punkt x, y angewandt auf y und darauf 0. So, wenn wir wissen wollen, was das für ein Typ hat, Typkontext ist wie immer Gamma oder was auch immer das für ein Zeichen ist. Dann sagen wir erstmal, Gamma ist leer und wir weisen diesem ganzen Ausdruck hier einen Ausdruck, einen Typ Beta 1, habe ich den mal genannt, zu. Ja, und jetzt wenden wir die ganzen Regeln an, die wir bisher kennen. Allerdings kommt danach noch einiges mehr. So, ich möchte jetzt mal mit euch diesen kleines bisschen komplizierteren, aber doch nicht zu komplizierten Baum aufbauen, damit ihr ein bisschen Übung da drin kriegt. Pausiert mich am besten einfach und macht es mal selbst und dann erkläre ich euch nochmal, wie das Ganze läuft. So, also ich nehme mal an, dass ihr mich wieder hier auf weitergestellt habt. Ja, also ich werde jetzt hier mal einfach hinschreiben, dass es eine Applikationsregel ist. Ich kürze das Ganze mal ab mit ab. So, und bei einer Applikationsregel wisst ihr vielleicht noch, wir müssen hier zuallererst mal den ganzen Baum erweitern, also spalten quasi, aber wir müssen immerhin nichts Neues hinzufügen. So, und jetzt sagen wir hier, okay, der linke Teil, also die Applikation, es ist eine Applikation, weil wir können das Lambda x hier nicht benutzen, weil wir hier natürlich geklammert haben. Das habe ich natürlich sehr schlau gemacht. Die Klammern immer als erstes, die Klammern sind überall Priorität Nummer 1, dazu sind sehr da. Gut, also der linke Teil des Baumes mit natürlich den Klammern theoretisch. Eine Klammer kann man natürlich weglassen. So, also der linke Teil des Baumes ist Lambda x Punkt x und darauf angewandt y. Darum theoretisch eine Klammer. Und das soll von einem gewissen Typ sein. Naja, gut, wir wissen nicht, was es für ein Typ ist, also weisen wir dem Ganzen einfach einen neuen Typen zu. Gut. So, und der rechte Teilbaum ist ziemlich easy. Der ist nämlich sehr angenehm zu lösen direkt. Der rechte Teilbaum ist ja dann logischerweise immer die 0 und für die 0, upsala, muss gelten, dass sie vom Typ, naja, nennen wir es einfach mal Beta 3. So, jetzt wissen wir ja aber, wir müssen Folgendes haben. Wenn wir das Ganze so aufbauen, dann muss logischerweise, dann muss logischerweise gelten, dass hier, wenn wir hier die 0 reinstopfen, so, das heißt, wir stopfen die 0 hier rein. Das heißt, das hier, also der Teil, ist eine Funktion. Okay? So, wenn der Teil aber eine Funktion ist und wir stopfen das rein, dann kommt das hier raus. Denn das ist ja genau das, was hier unten steht. Und das können wir jetzt hier mal festhalten. Das schreiben wir uns jetzt alles auf. Das heißt, wir machen hier so eine geschweifte Klammer und sagen, okay, wir stecken in diese Funktion. Also wir sagen hier, das hier ist eine Funktion, die nimmt den Parameter vom Typ Beta 3 und was kommt raus? Naja, der Typ Beta 1. Oh. Was habe ich jetzt getan? Zu früh alt losgelassen habe ich. Also wenn wir hier den Parameter Beta 3 reinstopfen, kommt Beta 1 raus. Das heißt, Beta 2 ist gleich Beta 3 auf Beta 1. Okay. So. Jetzt wenden wir hier drauf einfach die Konstantenregel an. Und sind glücklich, mehr oder weniger, wenn ich es denn mal hinkriege. Jetzt hat es hier oben irgendwas verzogen. Jetzt so. Okay. Wenn wir jetzt hier die Konstantenregel anwenden, naja, dann können wir uns überlegen, eine 0 ist ein Int. Denn genau das haben wir ja bisher immer so gemacht. Okay, so, jetzt machen wir auf der Seite hier weiter. Und wir haben wieder eine Funktionsapplikation. Das heißt, unser Baum wird noch größer. Ich vergrößere den gerade noch ein bisschen. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Nehmen wir mal ein bisschen wieder weg. So. Ihr seht, die Bäume werden enorm breit. So, jetzt haben wir hier wieder eine Funktionsapplikation. Und
Wir wollen natürlich dann auf der linken Seite wieder den linken Teilbaum haben, nämlich Lambda x.x. So, Lambda x.x muss dann logischerweise von einem Typ Beta 4 sein, denn 4 kommt bekanntlich nach 3. Okay, das ist ja relativ easy. Wir sagen einfach neuer Typ und gut ist. So, und unter demselben Typ, nicht zwei. Oh, hübsch. Ja, da kommt man manchmal auf so kleine Feinheiten, die man so gar nicht kennt. Okay. Und y muss vom Typ Beta 5 sein. Okay. So, jetzt wissen wir ja, wie gerade eben auch, wenn wir das hier nehmen und das hier reinstopfen, kommt das hier bei raus. Also sagen wir hier, ich mache das gerade mal hier so neben rein, also Beta 4 ist gleich, naja, wir stopfen Beta 5 rein, also ein Y, das haben wir ja gerade schon gemacht. Beta 5 und wir kriegen dann einen ein Element vom Typ Beta 2 raus. Also zum Beispiel ein Integer oder wie wahrscheinlich in diesem Fall eine Funktion, denn wir stopfen hier ja mehrmals was rein. Das heißt, hier steht schon Beta 2 und hier wissen wir aber noch was für Beta 2, aber dazu komme ich nachher. Das ist dann ein anderer Algorithmus. Mit euch möchte ich dieses Video erstmal den Baum aufbauen. Nächstes Video machen wir dann diesen komischen Algorithmus. Okay. Ja, hier y. Naja, y ist eine Variable, die haben wir so nicht wirklich drin. Aber jetzt können wir ja mal annehmen, wir haben für y etwas gegeben. Zum Beispiel, wenn wir Vorgabe haben, Gamma gleich y vom Typ char. So, dann wissen wir hier. Also sowas muss natürlich gegeben sein. Das ist dann, wie zum Beispiel die Funktion aufgerufen wird. Dieser Baum wird dann jedes Mal neu durchgelaufen. Also wenn ich jetzt in Haskell eine Funktion aufrufe und die kann mehrere Parameter haben, dann geht Haskell jedes Mal den Baum durch, beziehungsweise baut sich den Baum auf, lässt einen Algorithmus da durchlaufen und sagt dann, okay, das ist in Ordnung. Wir haben hier ein Y, also ein im Typkontext finden wir Y als Character und ich habe es falsch rum geschrieben. So. In dem Typkontext finden wir Y als Character, das heißt, es ist in Ordnung. So, was wir jetzt machen, ist natürlich, wir schreiben hier rein, okay, ah, das haben wir hier unten übrigens auch noch nicht gemacht. Y, beziehungsweise was ist Y? Y ist ja Beta 5. Beta 5 ist ein Char. So. Und was wir auch noch reinschreiben müssen, ist, dass 0, also Beta 3, ein Integer ist. Das ist ja alles vorgegeben. Denn hier haben wir ja Beta 3, 0 ist Int, also ist Beta 3 ein Int. So, und hier haben wir für Y ein Char gefunden, aber Y hat gleichzeitig auch Beta 5. Okay, das heißt, wir sagen hier Beta 5 ist ein Char. Das ist das, was hier steht. So, jetzt machen wir hier auf der Seite weiter. Hier machen wir eine Abstraktion. Und bei einer Abstraktion wisst ihr ja noch, nein, das war's nicht. Der war's, genau. Bei einer Abstraktion sagen wir, wir fügen x hier hinzu vom Typ. Naja, was machen wir? Wir sagen einfach, okay, bei einer Abstraktion, upsala, fügen wir einen neuen Typ hier tatsächlich in den Typ Kontext ein. Zum Beispiel ein Beta, wo sind wir mittlerweile? 6. Okay, Beta 6 und ja, dann dieser Implikationspfeil und auf der anderen Seite steht dann, was hier steht, also x und x muss dann vom Typ Tau Beta, nein, Beta 7 sein. So, und was das natürlich für uns bedeutet, ist auch wieder relativ klar. Dieses Mal finden wir die Funktion, die wir hier laufen, die wir hier finden wir natürlich hier unten. Also sagen wir, okay, Beta 4 ist eine Funktion. Was wir ja schon eigentlich wissen, nicht wahr?
Beta 4 ist eine Funktion vom Typ, den wir hier links oben finden. Also wir nehmen das als Parameter, was hier links steht. Das ist ja x. Das ist ja die lambda-gebundene Variable, also unser Parameter. Also Beta 6 ist unser Parameter. Und was wir rauskriegen, naja, das ist ja genau das auf der rechten Seite. Also kriegen wir hier dieses x raus, also Beta 7. Beta 7. So. Und ja, was wir hier jetzt noch finden, ist wiederum, also hier müssen wir zum Glück jetzt nicht mehr teilen, so langsam geht mir nämlich der Platz aus. Hier finden wir eine Variable, da steht var, falls ihr es nicht ganz lesen könnt, ich glaube, das v ist abgeschnitten. Hier steht var. Und ja, diese Variable bezieht sich hier natürlich auf dieses x, was wir hier natürlich auch noch eintragen müssen. Also hier in unserem Typkontext müssen wir hier das hier noch eintragen, nämlich x ist vom Typ Beta 6. So, und hier lesen wir dann raus, Typkontext von x gleich Beta 6. So. Und damit wissen wir wiederum, das gibt uns hier oben weiterhin noch eine neue Zeile, nämlich, nein, danke, aber der Vorschlag ist scheiße. Beta 6 gleich Beta 7. Denn hier steht x ist vom Typ Beta 7 und hier steht x ist vom Typ Beta 6. So, genau das haben wir jetzt quasi gemacht. Okay. Ja, und jetzt haben wir diesen Baum aufgebaut und haben hier so eine komische, also wir haben auch den Typkontext hier aufgebaut und haben hier so eine komische, ja, so eine Menge an Funktionstypen, die sich hier irgendwie zu einem reduzieren lassen. Und diese Reduktion zu genau einem einzigen Typ, die nennt sich Unifikation und das werde ich dann mit euch im nächsten Video machen. Bis dann, ciao, ciao.